Namaste Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video mit Hikaru! Und zusammen gucken wir uns einen Trailer an, was mir heute empfohlen wurde. Und ich sehe, dieser Trailer hat schon 150 Millionen Klicks. Boah, nach einer Woche. Sowas habe ich noch nie erlebt, muss ich sagen. Krass, okay. Also bei einem Trailer ist schon... Das ist richtig das ist krass. Ich sehe so Schauspieler Sanjay Dutt und Ravina Tandon. Die Namen werden die vielleicht nicht sagen. Nein. Aber Ravina Tandon kenne ich von früher. Da habe ich einen Film angeschaut mit Shah Rukh Khan. Aber eher von früher noch, weil sie hat auch eine lange Auszeit gehabt, wenn ich mich nicht irre. Und ja, ich bin jetzt gespannt. Wieso 150 Millionen Klick? Okay. Ja. Lass uns mal anfangen anzuschauen. Ich glaube, wir haben sogar Untertitel auf Englisch, damit wir es ein bisschen verstehen. Ja, bestimmt, hoffentlich. Dann sag ich mal, let's go. Let's go, people. Ach krass, 7,4 Millionen Likes. Nach oben. Das ist also muss schon ein lang ersehnter Film sein, so ein krasses. I promise. Okay, also Trauer. Okay, was passiert denn? Gibt's dieses Baby weg oder? History tells us. Okay. Oha. Ach krass. Also das sieht richtig fett aus. The powerful people. Holy shit. Ist das Ravina Tandon? Krass, wie viele Menschen da auch waren. Ja, ja. Okay. Okay. Ach krass. Come from powerful places. Okay. Oha. Ist sowas wie, ich sag mal, wie so. Okay, nein, das Schwert. Hä? Wie das Schwert so rauskam. Was wrong? Powerful people. Oha. Make places. Okay, holy shit. Okay, krasse Waffen. Ja. Happy Birthday? Yash. What the fuck? WTF? Ist das... Wer ist das? Ist das Sanjay Dutt? Der hat voll den fetten Bart, Digga. Ich kann ihn gar nicht wiedererkennen. Krass. Krass. Chapter 2. Okay. Es gibt wohl schon den ersten. Also Film. Hab ich gar nicht mitbekommen. Das sagt mir gar nichts. Ich weiß okay, nicht, ist das ein Film, Lied? Wo verschiedene Epochen so aufeinandertreffen? Ich weiß gar nicht. Weil ich irgendwie so halt Militär so war halt schon ein bisschen moderner und dann halt so, ich sag mal so Wikinger-mäßig war das. So mit dem Schwert. Boah. Okay, genau. Also sah schon fett aus. Ja, also richtig krasse Szenen. Wow. Ich frag mich nur echt, um was das geht. So viel hat der Trailer jetzt nicht verraten, finde ich. Oder vielleicht hätte man den ersten Teil sehen sollen, damit man das so ein bisschen versteht. Ich verstehe jetzt nicht, warum Rocking Star Yash. Was geht's da? Also falls ihr mehr Informationen habt, schreibt es bitte in den Kommentaren. Würde mich sehr interessieren. Mhm. Weil, wow, der Trailer hat einige Rekorde gebrochen. Die Szene fand ich auch krass mit den ganzen Flammen und so. Vielleicht ist da eher das, keine Ahnung, Göttliche oder sowas. Boah, wir können nur spekulieren. Also falls ihr was wisst, schreibt es gerne in den Kommentaren. Auf jeden Fall war es echt nice anzuschauen. Wir haben lange keinen Bollywood-Trailer mehr geschaut, nee, aber ja, also falls ihr mehr Vorschläge habt, die wir unbedingt noch abchecken sollen, schreibt gerne in den Kommentaren. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren, auf jeden Fall nicht vergessen und schaut euch auch unsere anderen Bollywood-Reaction-Videos an. Wir haben noch einige gemacht, auch wenn es zu Oldschool-Bollywood schon ist. Und ja, da sage ich auch, liken nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Stay safe und stay healthy.